Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und es ist noch ein bisschen ungewohnt, bei der Kälte draußen, zum Glück mit Sonnenschein, wieder hier zu sitzen und ein Video zu drehen. Ich finde immer, nach so einer Pause, wo man keine Videos dreht und das letzte Video ist jetzt auch wieder fast, nein, es ist 2 Wochen her, dass ich es gedreht habe, dann merkt man, es kommt einem trotzdem immer wieder ein bisschen komisch vor, dann doch wieder mit der Kamera zu sprechen. Ja, ich habe in der letzten Woche ja erzählt, bei den Neuzugängen, dass ich eine Woche im Urlaub war. Ich war eine Woche in Ägypten. Ich habe Sonne getankt, Meer in mich aufgesogen und es war eine wunderbare Zeit, die mir sehr, sehr gut getan hat. Und ich werde da, glaube ich, nach den Büchern ein bisschen was drüber erzählen. Also wenn euch das nach den Büchern interessiert, werde ich da ein bisschen was berichten. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes, so ein bisschen was zu erzählen. Ich überlege gerade noch, ob es irgendwas gibt, was ich vorher noch erzählen möchte. Ich glaube nicht. Doch, das Hörbuch ist nämlich ausgelost, was wir im Hörgenuss jetzt hören. Und zwar ist es Grave geworden. Ihr durftet ja im letzten Hörgenuss abstimmen unter unseren 4 Videos. Und ja, es wurde Grave. Ich freue mich sehr. Ich hatte es ja schon auf dem Sub. Auch wenn es nicht das Buch war, das von mir gekommen ist. Es war, glaube ich, das Ursprungsbuch von Christine. Ja, ich glaube von Christine. Und ich freue mich, dass wir es jetzt zusammen hören und dass wir es dann im nächsten Hörgenuss besprechen. Dass ihr jetzt auch, wenn ihr Lust habt, mithören könnt oder es auch lesen könnt und dann unter unseren Kommentaren auch ein bisschen mit uns in den Austausch gehen können. Ich war eine Woche weg und ich fasse jetzt in dieser Bücherwoche die Vorurlaubswoche und die Urlaubswoche zusammen, denn ich habe in der Vorurlaubswoche auch nur ein Buch gehört. Ich hatte schon so im Gefühl, dass das an diesen 4 Tagen nicht so viel wird. Natürlich hätte ich jetzt noch überlegen können im Urlaub, was hast du von Freitag bis Sonntag gelesen, aber das... ich möchte ja im Urlaub entspannen und mache mir dann nicht so viele Gedanken darüber. Es war schon schwierig genug, eine Buchauswahl zu treffen. Ich werde ein bisschen was zu Vampire Diaries erzählen. Ich werde was zu The Masked Singer erzählen. Ich werde was vom Urlaub erzählen und auch über den einen oder anderen Plan, was so die Bücherwoche angeht in der nächsten Zeit. Und packe die Zeitstempel unten in die Infobox, was jetzt die Bücher betrifft und dann eben auch so das sonstige Geplauder. Wahrscheinlich werde ich den Urlaubsplausch ein bisschen separieren, aber guckt da gerne in die Infobox, da findet ihr die einzelnen Kapitel. Gelesen habe ich 4 Bücher komplett und 1 habe ich abgebrochen. Ja, ich glaube, so rum war es. Ja, ich glaube, 4 Bücher komplett. Ich muss mal kurz zählen. 5 Zettel sind hier. Das ist richtig. Also 5 kleine Notizzettelchen, weil ich mir im Urlaub tatsächlich auch ein bisschen Notizen gemacht habe, als ich gelesen habe. Sonst hätte ich das irgendwie vergessen. Ja, ich stelle die Bücher wie immer ganz kurz vor und auch die Infos zu den Büchern findet ihr dann unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und wenn das heute alles ein bisschen wirr ist, dann wisst ihr, dass ich noch in Urlaubsstimmung bin und ja, erstmal ankommen muss. Das Hörbuch vor dem Urlaub war Kleine Feuer überall von Celeste Ng. Ein Hörbuch, über das ja Christine so geschwärmt hatte, ich mir direkt geholt habe und dann auch direkt gehört habe. Im Urlaub habe ich dann Slow Travel von Dan Kieran gelesen, ein dünnes Büchlein, wo ich dachte, das passt ganz gut zum Urlaub. Dann, ich war in Ägypten, dementsprechend habe ich Der König von Luxor mitgenommen von Philipp Vandenberg, ein Buch, das ich glaube ich vor 2 Jahren in Münster mitgenommen habe. Ich hatte da auch noch 2, 3 andere Vandenberg und das müsste jetzt, glaube ich, auch der letzte sein, der auf dem Sub lag. Und dann habe ich im Urlaub auch noch gelesen, Meine Frau will einen Garten von Gerhard Matzig. Sollte ein bisschen lockere Urlaubslektüre sein. Und auf den Hin- und dem Heimflug habe ich dann das neue Hörbuch von Arno Strobel gehört. Das ist nämlich, ich glaube, direkt am 30. noch bei mir eingezogen, war noch nicht bei den Neuzugängen dabei, weil ich da den Cut, glaube ich, am Dienstag gemacht hatte. Und dann dachte ich, ach, so ein Thriller, das passt doch ganz gut. Und zwar ist das Sharing von Arno Strobel. Und da habe ich dann auf dem Heimweg den Rest gehört. Er hatte dann, glaube ich, nur so eine halbe, dreiviertel Stunde und der Flieger war einfach zu schnell. Dementsprechend habe ich das dann zu Hause zu Ende gehört. Aber ich denke, wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Hörbuch an. Und zwar Kleine Feuer überall von Celeste Ng. Ja, Christine hatte so geschwärmt in unserem Hangout. Das war ja ein Buch, was ich von ihrem Sub gepickt habe. Und ich habe mir direkt das Hörbuch geholt und es dann auch direkt begonnen. Die Autorin
Autorin ist ursprünglich in Hongkong geboren, lebt nun in den USA und das ist jetzt wohl ihr zweites Buch. Also es gibt wohl auch einen Debütroman von ihr. Damit habe ich mich aber noch gar nicht weiter beschäftigt. Zu dem Buch gibt es aktuell auch schon eine Amazon Prime Serie und ich werde, denke ich jetzt, entweder habe ich schon oder werde ich schon, je nachdem, mir Prime auch diesen Monat holen, weil ja LOL von Bully wieder anläuft, jetzt im Oktober oder sogar schon angelaufen ist und ich das ja im Frühjahr so großartig fand und dann werde ich auf jeden Fall in die Serie auch mal reinschauen. Im Buch befinden wir uns am Rande von Cleveland. Wir sind in einer Art Mustervorort gelandet in Shaker Heights. Und der Ort bedient gefühlt wirklich sehr viele Klischees. Es ist ein Idyll, wie es wirklich im Buche steht. Wir haben Familien, die in diesem Ort gibt es klare Regeln, wie das Haus auszusehen darf, wie kurz der Rasen sein muss, wie die Hausfarbe aussieht, denn die muss immer zum Rest passen und so weiter. Also wir haben eine Gemeinde, die sehr auf Regeln steht, die diese auch einhalten, wo man natürlich in Regeln eine Art Sicherheit findet und eben, wenn man in diese Regeln hineinpasst, sich dann auch wohlfühlt und eben auch diese Stabilität hat. Ja, ich fand es manchmal sehr anstrengend, das kann ich schon so viel sagen. Mir wären diese vielen Regeln zu viel. Aber um so einen Schwank zu erzählen, auch bei uns, und es herrschen nicht viele Regeln, wird man schon mal gefragt, wenn man 3 Wochen im Sommer nicht den Rasen gemäht hat, was denn los ist, wo ich denke, ich liebe diese Natur und das Biotop und wenn einfach der Rasen ein bisschen länger ist. Aber ja, das ganz ohne Regeln sozusagen. Ja, wir treffen auf Caroline Richardson. Sie ist Reporterin und glaubt fest an die Strukturen ihrer Gemeinde. Sie ist da wirklich überzeugt, dass wenn man eben ein strukturelles Leben führt und auch in einer strukturierten, mit Regeln besetzten Gemeinde lebt, dass das das Leben lebenswerter macht. Sie vermietet ein Haus oder eine Wohnung, ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Sie vermietet das auf jeden Fall regelmäßig, hatte da jetzt auch einige schlechte Erfahrungen und trifft dann aber auf die Künstlerin Mia Warren und auch ihre 15-jährige Tochter Pearl. Und die hatten bereits über 40 Wohnungen, sind ständig umgezogen und nehmen sich vor, hier in Shaker Heights wird es besser, anders und stabiler. Und an die vermietet jetzt Caroline ihre Wohnung. Und sie führen sehr unterschiedliche Leben und dennoch gibt es Freundschaften innerhalb der Familie. Also gerade was die Kinder betrifft, ja, dass die sich sehr gut verstehen, auch wenn sie untereinander oft verschiedene Gefühle sozusagen entwickeln und auch was die Künstlerin Mia dann angeht, ja, die wird eben auch oft aufgeblickt zu ihrem Lebensstil und das spinnt sich dann im Grunde zusammen und natürlich nimmt auch die Gemeinde einen großen Raum ein und hat aber schon den Fokus auch auf diese, zumindest ein Großteil der Geschichte, auf diese Familie. Es ist ein Roman, der sehr viele Genres beinhaltet und wirklich ein perfektes Kleinstadtleben zeichnet. Das muss ich wirklich Celeste Ng sagen, dass ich wirklich gefühlt habe, wie sich die Bewohner fühlen, was sie empfinden, wie sie das finden, wie begeistert sie von ihren Regeln sind, wie wichtig es ist, die einzuhalten, was das mit einem macht. Es war zum Teil fast gruselig, wie hier die Nachbarschaft und auch die einzelnen Figuren dargestellt werden. Also ich weiß nicht, wer die Frauen von Stepford vielleicht kennt. Das ist natürlich dann immer so das Extrem. Also ich habe da auch manchmal Puls, das muss ich auch ganz klar sagen. Es fühlte sich aber unfassbar tiefgründig an, es fühlte sich lebendig an, authentisch. Also man kann sich das wirklich vorstellen und jetzt wird es hier gerade ein bisschen dunkler. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Licht. Man kann es sich wirklich wunderbar vorstellen, wie diese einzelnen Menschen, Charaktere wirklich in so einer Gemeinde leben und dass sie wirklich einem echten Leben entsprungen sind. Also das konnte ich mir gut vorstellen. Celeste Ng hat das wirklich großartig rübergebracht. Emotionale Themen werden auch auf dieser Ebene sehr gut erzählt. Es ist sehr klug erzählt, es ist ergreifend, mitnehmend und es bringt es wirklich authentisch rüber. Also das fand ich am Schreibstil und an der Sprache von der Autorin richtig, richtig toll. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören, der Geschichte zu lauschen, sich mitreißen zu lassen und mitnehmen zu lassen. Es gab so eine Liebesgeschichte, die fand ich persönlich ein bisschen unnötig und auch nicht ganz so nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Da wirkten die Charaktere nämlich tatsächlich etwas flach.
Und das hat mich gewundert, weil Celeste Ng es eben an anderer Stelle doch auf jeden Fall besser konnte, wie ich finde. Fand das tatsächlich ein bisschen schade. Und was ich auch immer schade finde in Geschichten, wenn das Ende im Grunde schon am Anfang bekannt ist und im Grunde man darauf hinausarbeitet, um eben den Ursprung irgendwie zu erfahren. Denn das nimmt mir immer ein bisschen die Spannung. Natürlich haben wir in diesem Buch, dass der Weg das Ziel ist, und das fand ich auch wirklich gut, aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen länger dieses Geheimnis gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Aber insgesamt eine tolle Geschichte, die aber auch schon anders war, als ich sie mir vorgestellt habe. Also dem Klappentext nach und auch das, was Christine so ein bisschen Geheimnis um Wetter sozusagen erzählt hat, ist doch ein bisschen was anderes gewesen, als ich erwartet habe, aber es hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht nicht wirklich ein komplettes Highlight, aber wirklich eine gute Geschichte, der ich gerne gelauscht habe, der ich gerne zugehört habe. Und auch die Sprecherin, deren Namen ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe. Ja, aber das vielleicht schreibe ich es euch unten einfach mit in die Infobox. Die hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen und der habe ich auch sehr gerne gelauscht. Also war ein schönes Hörbuch, war eine gute Geschichte und ich werde in die Serie auf jeden Fall auch mal reinschauen. Bin da schon gespannt, weil ja da auch einige Hollywood-Größen mit dabei sind, was dann diese ganzen Verzwickungen und Verzweigungen sozusagen miteinander zu tun haben. Und jetzt, glaube ich, muss ich mal hier Licht machen. Es wird hier doch ein bisschen duster. So, jetzt müsste es, glaube ich, auf jeden Fall besser sein. Man müsste sich eigentlich in den dunklen Raum setzen und nur Lichter, dann hätte man dieses Problem nicht. Aber ich glaube, jetzt ist es von der Helligkeit auch wieder passend. Ja, das erste Buch, was ich dann am Strand liegend begonnen habe, ist Slow Travel von Dan Kieran. Ein Buch, das mir irgendwann irgendwie über den Weg gelaufen ist. Ich fand hier den Titel und auch den Untertitel mit Die Kunst des Reisens sehr spannend. Ich reise ja selbst gerne, ich mache aber auch sehr gerne Urlaub. Und ja, Dan Kieran unterscheidet hier ähnlich in Urlaub machen und reisen, wie ich es gedanklich im Grunde auch tue. Denn ein Badeurlaub mit einer Woche am Strand liegen und schnorcheln ist für mich definitiv Urlaub machen, während Reisen eben doch eher was mit dem Entdecken zu tun hat und was zu erkunden und da einfach natürlich schon irgendwie ein Unterschied besteht. Es wird bei Dan Kieran nachhaltiges Reisen sehr groß geschrieben. Der Autor selbst leidet unter Flugangst, was eben dazu führt, dass er sehr viel mit dem Zug unterwegs ist. Und der ist natürlich nicht nur nachhaltiger, sondern auch langsamer und so im Grunde der Körper den Geist auch besser mitnehmen kann. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Art Seele auf jeden Fall länger unterwegs ist, als es der Körper ist. Das heißt Flugreisen, dass der Körper zwar schon angekommen ist, aber bis man verstanden hat, man ist jetzt hier, finde ich, vergeht immer so 1-2 Tage, je nach Entfernung. Und das habe ich auch durchaus in diesem Jahr wieder gemerkt. Man erfährt in dem Buch eben so von Reisen, die er gemacht hat, was die mit ihm gemacht haben, was vielleicht auch die Unterschiede eben sind zwischen dem Reisen und Urlaub machen. Er ist auch der Meinung, dass Reisen bildet und auch Menschen verändert. Das kam für mich auch sehr, sehr gut rüber. Es ist jetzt ein dünnes Büchlein, ich möchte gar nicht so sehr auf den Inhalt davon ausgehen. Ich hatte so ein Problem mit diesem Buch und zwar fand ich es schon ganz spannend, dass wir von ihm sehr viele Gedanken zum Reisen erhalten haben, auch was er darüber denkt, wie er sich fühlt, was ihn verändert. Wir erfahren aber über die Länder oder eben die Orte, die er bereist, relativ wenig. Und das fand ich doch ab einem gewissen Punkt ein bisschen uninteressant. Also natürlich verändert man sich, das nimmt man an sich selbst wahr, aber so viel Selbstreflexion fand ich fast ein bisschen zu viel des Guten, das muss ich ganz klar sagen. Ich mochte, wie er definiert Reisen und Urlaub, das sehe ich sehr ähnlich, mochte aber dann wiederum nicht, wie er oft mit erhobenem Zeigefinger über Urlaube und diese Art Fluchten im Grunde denkt. Denn ich finde einfach, es gibt im Leben Situationen und ich befand mich dieses Jahr auf jeden Fall in so einer Situation, wo ich eben sage, ich möchte nichts Neues, ich möchte etwas Gewohntes, ich möchte an einen meiner Lieblingsorte und ich möchte da einfach sein und Kraft tanken. Und da so verurteilt zu werden, und ich habe mich tatsächlich persönlich angesprochen gefühlt, natürlich kann man jetzt sagen, wenn der Schuh passt, ne? Aber ich fand, dass er wenig tolerant war, also dass er das sehr verurteilt hat, wenn Leute aus ihrem Leben flüchten. Und da dachte ich mir, Mensch, Junge, ja, nach Leben und Leben lassen. Das fand ich ein bisschen nervig und dachte auch, ich
wünsche keinem Menschen was Schlechtes, aber ich hoffe für ihn, dass er nicht mal in Situationen kommt, wo er flüchten muss. Natürlich hat er recht, von den Menschen, die immer auf den Freitag hoffen, immer auf den nächsten Urlaub hoffen und so weiter, die wirklich jeden Tag auf der Flucht sind nach der Arbeit, wann ist denn endlich Feierabend, wann ist denn echt das Wochenende. Ich finde schon, dass diese Menschen durchaus vielleicht darüber nachdenken sollten, nicht müssten, aber sollten, ob sie etwas in ihrem Leben verändern, um eben nicht immer auf dieser Flucht zu sein oder in dieser Warteposition. Denn das Leben ist zu kurz, dass wir auf irgendwas warten, sei es das Wochenende oder der Urlaub. Aber da gehe ich auch noch irgendwie mit ihm mit. Aber das ist natürlich ein Luxus, zu sagen, ich lebe diesen Job, den ich liebe und der sich für mich wie Freizeit anfühlt. Davon passiert halt auf der Welt auch nicht viel. Wenn wir alle nur Jobs täten, die wir lieben und in denen wir aufgehen, dann gäbe es eine ganze Menge von Jobs, die eben zum Leben notwendig sind, nicht? Ne? Also ich, ja, es führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, aber das fand ich tatsächlich manchmal nicht so richtig schön. Ich finde eben auch, dass ihm Toleranz nicht schlecht täte. Und für einen Mann, der so viel auf Reisen ist und die Welt entdeckt, da hätte ich das einfach so ein bisschen erwartet. Dennoch mochte ich die gelebte und auch die beschriebene Langsamkeit sehr gerne. Ich bin auch selbst ein sehr achtsamer Mensch und habe da definitiv auch Ansätze wiedererkannt, die mir tatsächlich auch ein bisschen nochmal so einen Denkanstoß gegeben haben. Und ich glaube auch, dass Langsamkeit unserer Gesellschaft und uns allen gar nicht so schlecht tut und man sich da auch einfach vielleicht dran ein bisschen festhalten kann. Also ein okay Buch, jetzt nichts, was ich unbedingt jedem empfehlen würde oder was jeder gelesen haben muss. Es war, ja, ich hatte tatsächlich ein, zwei Aufreger, aber sonst habe ich es ganz gerne gelesen und hat auch irgendwie zum Urlaub gepasst, wird aber, denke ich, auch zeitnah wieder ausziehen. Das nächste Buch habe ich dann natürlich eingepackt, weil, Mensch, ich reise nach Ägypten. Was passt besser als ein Buch über Howard Carter? Der König von Philipp Vandenberg. Habe ich, wie gesagt, vor 2 Jahren, glaube ich, beim letzten Münsterbesuch mitgenommen. Da hatte ich auch noch 2, 3 andere Bücher von Philipp Vandenberg mitgenommen, der mir ja angepriesen wurde von Thorsten als der bessere Dan Brown. Und ich die anderen 2 oder 3 Bücher, die ich eben schon gelesen habe, wo ich sage, das waren immer so 3 bis 4 Sterne Bücher, die mich unterhalten haben. Und ich war auch, glaube ich, bei den 2 anderen Büchern auf jeden Fall in Ägypten unterwegs und irgendwas, wo waren wir, glaube ich, in Rom, aber ich bin mir auch gerade gar nicht mehr so ganz sicher, gefiel mir gut und ich dachte, den Wälzer nimmst du einfach mit und ist ja theoretisch so, wenn es dann das einzige Buch ist, was ich in dem Urlaub lese, denn wenn ich am Strand liege, lese ich tatsächlich relativ wenig, weil ich ja zu Hause lesen kann und mir es eigentlich zu teuer ist, in den Strand zu fliegen und dann in Bücher zu versinken und ich einfach stundenlang auch dem Meer zuschauen kann. Dementsprechend dachte ich schon, das könnte so ziemlich mit eins der Bücher sein, die du dann vielleicht nur liest, hätte das aber gar nicht schlimm gefunden. Man sieht hier oben aber noch ganz gut, wo ich es abgebrochen habe. Also ich habe immer so kleine Marker mit dabei. Im Urlaub sollte ich irgendwas markieren wollen. Und da habe ich mir in dem Buch markiert, wo ich aufgehört habe. Aber gut. Die Geschichte des Buches geht im Grunde um Howard Carter, der eben damals den Beinamen der König von Luxor erhalten hat. Er selbst ist ja bekannt geworden durch die Entdeckung der Grabkammern von Tutanchamun, in denen ich auch schon war und das ist wirklich großartig. Also wenn man auch im Ägyptischen Museum in Kairo ist und sieht diesen Schatz, ich kann mich sehr gut hineinversetzen, wie man sich gefühlt haben muss, als man diese Kammer geöffnet hat und da etwas gefunden hat und das so beeindruckend war, so weltenverändert, so viel über die ägyptische Geschichte auch erzählt hat. Also ich bin ein riesen Ägypten-Fan, auch was die Geschichte angeht und so weiter und habe auch schon sehr, sehr viel bereist, um es jetzt mal so zu betonen, in Ägypten. Und also ich kenne auch die Geschichte von Howard Carter. Ich habe von ihm auch schon 2 Biografien oder Doku-Biografien, wie man es nennen möchte, gelesen. Super spannend. Wir sind hier allerdings im Jahr 1939 und Howard Carter ist gestorben und wir sind auf seiner Beerdigung und da treffen sich in London eben 3 Damen, die um ihn trauern, weil sie alle irgendwie einen Bezug zu ihm haben. Wir treffen unter anderem Sarah Jones, um die sich wohl auch die meiste Geschichte drehen wird, die einst die Lehrerin von Howard Carter war und dann aber auch irgendwie seine erste große Liebe wurde. Und viel mehr ist gefühlt auf diesen paar Seiten auch nicht passiert.
Ja, ich habe es bei knapp 150 Seiten von um die 600 abgebrochen. Ich habe noch so ein bisschen drüber nachgedacht, liest du jetzt vielleicht noch mal 50 Seiten weiter? Ich möchte dem Buch eigentlich immer so ein Drittel geben, aber es konnte mich überhaupt nicht abholen. Also es war einfach überhaupt nicht meins. Vielleicht hatte ich auch was anderes erwartet. Vielleicht hatte ich mehr Howard Carter erwartet. Habe nicht so ganz mit seinem Tod gerechnet. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier hinten so direkt dort steht. Nee, tatsächlich findet man hier hinten nicht, weil es hier so schön heißt, zu einer der schönsten Liebesgeschichten seit Titanic. Einer Geschichte, die mit der Erkenntnis endet, dass jeder Mann eine Frau braucht, die an ihn glaubt. Ja, also es ging mir da hinten gar nicht davon hervor, dass eben Howard Carter gestorben ist. Es war natürlich ziemlich klar am Anfang der Geschichte. Zudem wird Howard Carter hier doch sehr anders dargestellt und damit hatte ich ein Riesenproblem. Also wenn man eben weiß, wie Howard Carter war, dass er ein sehr gebrechlicher Mann war, ein kranker Mann selbst, wie er eben in Ägypten diese große Entdeckung gemacht hat, wie er so getickt hat, zumindest wie man das bei Biografien und so herauslesen kann. Ich erwarte halt von einem Roman, der schon auch historische Fakten hineinwebt, auch ein bisschen historische Korrektness, muss ich ehrlich gestehen. Es war unfassbar kitschig zu Beginn und ich fand auch eben, dass sehr viel Unwahres irgendwie da war, wo ich schon so kurz gezuckt habe und dachte, das hast du doch irgendwie anders gelesen, das weißt du doch irgendwie anders. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich die wissendste Ägyptologin bin, aber wenn selbst mir irgendwie Fehler oder ja, Unrichtigkeiten auffallen, dann kann ich da einfach irgendwie gar nicht mitgehen. Zudem ist die Geschichte, die wahre Geschichte, ja erst knapp 100 Jahre her, als Tutanchamuns Grab 1900 und ein paar 20 entdeckt wurde. Ich glaube, das steht hier nicht irgendwie groß drin. Hier, ich hatte gelesen, Sixtinische Verschwörung und ich glaube, der vergessene Pharao. Ja, ich habe es gerade vorne gesehen. Aber ja, Tutanchamun, das ist ja so, also die Entdeckung des Grabes ist ja noch keine 100 Jahre her. Das heißt, eigentlich ist der geschichtliche Aspekt ja gar nicht so lange her, als wenn man jetzt über Ramses oder Kleopatra oder Caesar schreiben würde. Und es gibt eben sehr viele Fakten, die sehr gut belegt sind und nachvollziehbar sind und nachlesbar sind. Und hier hätte es für meinen Geschmack keine so Übertreibungen und Verdrehungen geben müssen oder auch Überdrehungen. Und das fand ich einfach nur sehr, sehr schade. Also ja, zudem habe ich auch im Schreibstil Philipp Vandenberg nicht so richtig wiedererkannt. Es war sehr zäh, es war sehr langweilig. Er hat so Dinge erzählt, wo ich mir dachte, das interessiert doch jetzt eigentlich niemanden. Aber ja, er hat sie sehr ausführlich erzählt. Und dann hatte ich einfach so beim zweiten Mal hingreifen, dachte ich mir, ach nee, greif einfach zum nächsten Buch. Und ja, damit war das Buch dann auch erstmal gut. Leider. Ich habe dann zu einem Buch gegriffen, das mir eine liebe Freundin empfohlen hat, und zwar Meine Frau will einen Garten von Gerhard Matzig. Sie befindet sich selbst im Hausbau und hat das Buch wohl auch vor kurzem erst gelesen. Es klang lustig und unterhaltsam und ich fand, es klang einfach wie die perfekte Urlaubslektüre, die man eben auch mal so einfach am Strand weglesen kann. Der Autor selbst ist verheiratet, hat 3 Kinder und lebt eigentlich mitten in der Innenstadt von München. Und eines Tages sagt eben seine Frau, ach, sie will aus der Stadt raus, sie will ein Haus, sie will einen Garten. Und ja, anfänglich geht man eben gemeinsam auf die Suche, um erstmal was zu mieten, um überhaupt vielleicht erst eine größere Wohnung, dann eben ein Haus mit Garten, dann irgendwie überlegt man sich, was zu bauen. Und irgendwann finden sie dann eben ein Grundstück, ein Problemgrundstück. Und wir sind im Grunde bei dieser Suche und bei dem Finden und auch bei dem Hausbau dann dabei. Er erzählt uns sehr viel über das Stadtleben, Vorteile, Nachteile, dass er eigentlich eine totale Stadtpflanze ist. Erzählt uns auch sehr direkt, was er übers Landleben denkt und das ist nicht irgendwie positiv. Auch das Thema Haussuche fand ich super spannend, weil ich mich da sehr gut wiederentdeckt habe. Als wir im Grunde so vor 11,5, 12 Jahren auf der Haussuche waren, und wir wohnen ja jetzt hier 10 Jahre, ich kann mich noch gut erinnern, was man da gefunden hat, was man gesucht hat, wie das aussah, was einem geboten wurde, wie Dinge angepriesen wurden, wo man dachte, siehst du das Gleiche wie ich, lieber Verkäufer? Aber ja, ich habe mich da sehr oft wiederentdeckt, musste sehr viel schmunzeln. Und dann auch, wenn es ums Thema Hausbau geht, da dachte ich, zum Glück ist dieser Kelch an mir vorübergegangen. Es war die perfekte Urlaubslektüre. Man muss es so sagen, es ist leicht, es ist schnell erzählt. Es hat meinen Humor sehr häufig getroffen.
Ich habe oft geschmunzelt. Es ist nichts, was einen sehr in Erinnerung bleiben wird, was irgendwas Tiefgründiges in einem losgelöst hat. Ich fand es gut, es hat Spaß gemacht. Es war vielleicht manchmal zu platt, zu einfach. Es war vielleicht auch manchmal zu banal und manchmal zu klischeehaft. Das muss ich schon sagen. Also auch dieser auf sein Stadtleben beharrender Typ und die Frau, die im Grunde genau das Gegenteil will und wie das dann manchmal ausgeht. Ja, es war manchmal schon sehr klischeehaft und ich dachte mir, naja, komm, ich glaube nicht, dass sich diese Gespräche in eurer Familie so befunden haben, wie es im Grunde hier der Fall war. Aber es war lustig, es war humorvoll, es war schön, es war gut. Sprachlich sehr angenehm zu lesen. Man merkt, was einem der Autor auch sagen möchte. Dass er natürlich sich sehr lange gewehrt hat, das Stadtleben aufzugeben, aber dann doch irgendwie den Garten ganz spannend fand. Und auch das Ende hat mir sehr gut gefallen, da musste ich auch sehr schmunzeln. Ja, hat Spaß gemacht, war gute Unterhaltung. Für einen Tag am Strand auf jeden Fall empfehlenswert, aber es ist, wie gesagt, nichts Bleibendes. Es gibt definitiv unterhaltsamere Bücher, oder ja, die auch einfach so das Thema ein bisschen anders aufgreifen. Also wenn ich zum Beispiel an Maike Winnemuth denke, bin im Garten, das ist natürlich was ganz anderes. Also das muss man ganz klar sagen, als man hier doch eher eine oberflächlichere Geschichte bekommt. Also das, ja, es ist natürlich jetzt auch nicht sehr, sehr dick. Dementsprechend kann man da jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so viel erwarten. Aber es war eine schöne Geschichte, perfekt für den letzten Strandtag sozusagen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt, weil ich mir ein bisschen näher komme, ja, kommen wir zum letzten Buch, was ich auf der Hinreise begonnen habe und auf der Heimreise dann auch fast beendet habe. Und zwar Sharing von Arno Strobel ist der neueste Thriller, ich sage jetzt mal dieser Art. Vor 2 Jahren kam ja Offline heraus, was für mich wirklich ein kleines Highlight war. Letztes Jahr kam die App raus, das ich nur so okay fand. Und ich wollte ihm jetzt aber in dieser Art Thriller einfach nochmal eine Chance geben. Wir haben hier ja doch so ein bisschen, jetzt nicht Science-Fiction-Thriller, aber schon Themen, die ja, unsere Zeit einfach betreffen. Und so ist das auch mit Sharing, wo es ja um das Teilen geht und man hier aber einen ganz anderen Strobel bekommt als zum Beispiel in der Max-Bischoff-Reihe. Das muss man auch ganz klar sagen. Sprecher, und das war der Grund für mich, auch zum Hörbuch zu greifen, war Sascha Rotermund und dem höre ich persönlich einfach auch super gerne zu. Der schafft auch wirklich wunderbare Atmosphäre. Er bekommt es hin, unterschiedliche Situationen auch unterschiedlich zu sprechen und das hat mir große, große Freude bereitet und ich höre ihm wirklich einfach gerne zu und so auch auf dem Hinflug und auch dem Heimflug und wir sind ja noch bei Tageslicht in Ägypten auch heimgeflogen und es war so schön einfach über den Wolken, man kann das beobachten, das Land unter uns und die Wolken und Himmel und man hört dabei Hörbuch, ich finde es gibt gefühlt nichts Besseres als dieses Gefühl. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen ist das Buch dann wahrscheinlich auch beendet worden. Es ist, das kann ich jetzt einfach schon mal sagen, es ist schon manchmal sehr hanebüchen gewesen. Das, ja. Wir treffen in der Geschichte auf Markus, der eine Firma zusammen mit seiner Frau hat, in der es eben um Sharing, um das Teilen geht. Egal, ob es Wohnungen sind, wo unter der Woche ja, Businessmänner aus Frankfurt wohnen und am Wochenende dann eben die Wohnungen an Frankfurt-Reisende sozusagen vermietet werden oder ob es ums Auto-Sharing geht, denn beide sind davon überzeugt, dass es viel zu viele Dinge auf der Welt gibt, die eigentlich viel zu schade sind, dass sie nur von einem benutzt werden und stehen wirklich hinter diesem Konzept Sharing. Eines Abends kommt aber Bettina, Markus' Frau, nicht nach Hause, er telefoniert ihr nach, er spricht ihr auf die Mailbox, ist total verwundert, das ist sehr untypisch, sie sind schon 16, 17 Jahre zusammen und das hat er noch nie erlebt, in einer Stunde der Nacht, so rum, kommt ein Anruf von dem Handy von seiner Frau und er erfährt, dass es einen Entführer gibt, der seine Frau jetzt entführt hat. Macht das jetzt kein gutes Deutsch, aber ja. Und ja, dass sie jetzt eben ganz seiner Mentalität einfach mal geteilt wird. Und es wird im Darknet ja im Grunde ausgestrahlt und Markus bekommt einen Link dazu, auch die Anweisung, die Polizei nicht einzuschalten. Wie sollte es auch anders sein? Und er beobachtet jetzt eben, wie seine Frau nackt an einem eindeutigen Stuhl, in einer eindeutigen Pose ist und wie man dann eben auch noch
drei, vier Männer irgendwie sieht mit Gesichtsmasken und er sieht auch, wie ein Teilnehmeranzahl Ticker im Grunde gezählt wird, wie viele tausend Menschen hier zuschauen. Und ihm wird eben gesagt, Mensch, du möchtest doch, dass alles geteilt wird und das machen wir jetzt auch mit deiner Frau. Wenn du dich ruhig verhältst und die Polizei nicht irgendwie einschaltest, dann bekommst du sie am Morgen lebend sozusagen wieder. Und das ist das letzte Mal, dass er seine Frau lebend sieht, denn am nächsten Tag bekommt er seine Frau zwar wieder, aber nicht lebendig. Er schaltet dann doch die Polizei an, was gefühlt einfach nur vernünftig ist. Und es strickt sich dann eben ein Spiel oder eine Falle für ihn ein, wo auch seine Tochter mit dazu gerät, seine Schwiegereltern, die beste Freundin seiner Frau und alles so darauf hindeutet, dass die Geschichte, wie er sie erzählt, vielleicht nicht so wahr ist und er vielleicht irgendwie da dahinter steckt. Und da er aber der vollsten Überzeugung ist, dass er gar nichts damit zu tun hat, sucht er natürlich jetzt nach dem wahren Täter und vermutet, vielleicht auch irgendwie einen Racheakt oder wie auch immer. Und er macht sich dann eben auf die Suche unter nicht so einfachen Bedingungen, aber so viel mehr möchte ich tatsächlich gar nicht zur Handlung erzählen. Ganz zu Beginn muss ich einfach sagen, dass diese Titel dieser drei Thriller, also dieser Fiktion-Thriller, also Science-Fiction-Thriller, dass die nicht zu dem Inhalt passen. Also bei Offline kann man ja noch ansatzweise sagen, okay, wir sind hier in der Berghotel, alle geben ihr Handy ab, es gibt nichts nach außen, es ist alles verschneit, es geschehen Morde. Das hatte noch ansatzweise was mit diesem Offline und diesem Digital Detox zu tun, während schon die App im letzten Jahr gar nichts mit diesem Haus zu tun hatte, was sich eben App steuern lässt. So ist auch Sharing, also das Teilen, eigentlich nur der Aufhänger für die Tat, die eben ganz zu Beginn steht und sich natürlich auch irgendwo in der Auflösung wiederfindet, aber das ist mir zu wenig. Also ich verstehe tatsächlich nicht dieses Marketing dahinter, wobei man jetzt sagen kann, Steffi, dich hat man ja mit dem Marketing bekommen, das ist richtig, aber es wird wohl tatsächlich jetzt auch der letzte Thriller dieser Art von Arno Strubel gewesen sein, weil ich sie einfach sehr absurd finde und sie einfach gar nichts mit dem Thema, was groß vorne drauf steht, irgendwie zu tun hat. Man findet hier auch nicht den Arno Strobel, den man zum Beispiel aus der Mörderfinder-Reihe kennt, oder ich habe ja auch den Sarg und noch irgendwas von ihm gelesen. Das ist definitiv sprachlich ein anderer Strobel. Finde ich ganz spannend. Erinnert, und der Vergleich ist jetzt nicht so ganz, aber erinnert natürlich so ein bisschen an King und Bachmann. Weil auch Bachmann, der ja trotzdem King war, schon eine derbere, brutalere Sprache hatte, als es eben King in der Regel hat. Und das Gefühl habe ich hier bei Strobel auch wenn Strobel draufsteht, finde ich, ist definitiv ein anderer Strobel drin. Man könnte es auch noch mit Fitzek und Max Rode, hieß das damals so? Nee. Oder doch? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Die Blutschule. Das war ja auch ein ganz anderer Fitzek, also zumindest zur damaligen Zeit. Heute ist, glaube ich, Fitzek immer mehr in diese Richtung gegangen, was ja dann nicht mehr mein Fitzek ist, aber lange Rede, kurzer. Sprachlich ist das definitiv ein anderer Strobel. Er ist sehr schnell, also es ist definitiv schon ein Page-Turner. Es ist schnell erzählt, es hat viel Spannung, es wird schon immer mit Cliffhangern auch gearbeitet. Man möchte dranbleiben, man möchte erfahren, was geschieht. Und das ist natürlich schon was, was mich auch in diese Geschichte zieht. Also ich konnte da eben auch wirklich 3 Stunden am Stück hören und fand es überhaupt nicht langweilig. Das ist natürlich schon auch eine Kunst, die hier von Arno Strobel gezeigt wird. Es ist sehr schnell, es ist sehr lebendig, es ist wirklich auch rasend erzählt. Und das hat auch Spaß gemacht. Die Brutalität war an mancher Stelle schon sehr grenzwertig, wie ich fand. Auch das Darknet, da habe ich mich immer gefragt, ist das wirklich so einfach? Vielleicht muss ich da selbst mal in die Recherche gehen, aber wahrscheinlich steht dann die Polizei vor der Tür. Also das fand ich manchmal ein bisschen, also zum einen hätte ich mir an mancher Stelle mehr, an anderer Stelle weniger Erklärungen gewünscht, wenn das jetzt Sinn macht. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie spoilern. Da habe ich so manchmal gedacht, ist das wirklich so? Geht das so einfach? Und gleichzeitig dann eben an anderer Stelle, wo ich dachte, jetzt erklär doch mehr, aber es macht wahrscheinlich Sinn, es auch nicht zu erklären. Was er aber unfassbar viel erklärt hat,
sind Situationen, sind Menschen, sind Umgebungen. Also er redet nicht einfach nur von einem Mann, der hereinkommt, sondern er erzählt einem, der Mann mit dem roten Mantel, den schwarzen Schuhen, den grauen Haaren, stand verfroren mit zittrigen Händen und während er sprach, hatte es Rauchwölkchen. Ich fand das unglaublich merkwürdig. Also es hat sich ganz... ja, komisch angefühlt, das so zu lesen, also zu allem oder zu sehr vielen so viele Infos zu bekommen. Er betritt einen Raum und er beschreibt den erstmal mit 5 Adjektiven. Da habe ich echt gedacht, was ist denn los? Also ich mag bildhafte Sprache, aber ich möchte sie erzählt bekommen. Ich möchte sie gezeigt bekommen und nicht so plump hingeschmissen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich, glaube ich, so in einem Thriller noch nie gelesen. Und auch nicht in den anderen beiden von Strobel irgendwie so in Erinnerung. Das fand ich echt gewöhnungsbedürftig. Zudem fand ich die Geschichte sehr unrealistisch. Ich fand sie auch sehr absurd. Ich fand auch die Auflösung sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich muss das echt so sagen. Und ich verstehe immer nicht, wenn ein Verbrecher sagt, ruf ja nicht die Polizei. Warum die Leute darauf hören und warum... unser Protagonist, warum sich Markus hier so in die Nesseln setzt. Ich habe ihn nicht verstanden. Das wird nicht erklärt, warum er sich so dumm, dusselig und bescheuert verhält. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich wollte den Typen so oft schütteln und habe mir gedacht, jetzt Junge, zudem ging es mir auch so mit seiner Tochter, wo ich echt dachte, wie realistisch ist ihr Verhalten gerade? Und ich auch dachte, Mädel, du bist doch irgendwie bekloppt. Also man kann da noch viele Dinge irgendwie rechtfertigen, aber ich dachte, ich glaube nicht, dass eine 15-Jährige so reagiert, wie sie reagiert. Und das Ende, ja, aber gut, ja, mir war das einfach too much. Also ich würde sagen, es war so ein okay Thriller, der durch seine schnelle Erzählweise, durch die Spannung, die er aufgebaut hat, schon auch gut erzählt war, aber eben auch viel Kritik einfach hat und mich einfach nicht so abholen konnte, mich nicht so fesseln konnte wie einst Offline oder auch Der Sarg oder eben auch Mörderfinder. Das hat mir ja im Frühjahr ganz gut gefallen. Ja, das ist einfach ein anderer Strobel. Also, ja. Ja, aber gut, eine sehr durchschnittliche Lesewoche oder 2 Lesewochen, wenn man so möchte, ist jetzt auch gar nicht schlimm. Ich hätte mir natürlich ein Highlight-Buch gewünscht, was man ins Regal stellt und sich dann sagt, Mensch, das habe ich hier in meinem Ägyptenurlaub 2021 gelesen. Aber dem ist nicht so und es ist auch nicht schlimm, muss man auch ganz klar sagen. Ich habe auch nichts dagegen, ein Buch abzubrechen. Also mittlerweile ist mir, oder schon sehr lange, einfach auch die Lesezeit zu schade. Und gerade auch im Urlaub, da möchte man einfach so ein bisschen, ja, irgendwie was Schönes haben, wo man eben drin eintauchen kann. Ja, das waren die Bücher und Hörbücher der letzten 2 Wochen. Jetzt vielleicht ein bisschen was zum Ägyptenurlaub. Ich war zum 8. Mal in Ägypten. Wir waren eine Woche in der Makadi Bay. Da war ich vor 12, 13 Jahren schon mal nach unserer Nilkreuzfahrt, allerdings in einem anderen Hotel. Und ich bin ein großer Ägypten-Fan. Ich fühle mich da immer sehr zu Hause. Ich fühle, dass ich da irgendwie angekommen bin. Das kann man auch schlecht in Worte fassen. Es ist wirklich ein Gefühl von, ich atme die Luft nach dem Flieger ein und denke mir, hier gehörst du hin. Und mir hat die Flucht, wie es ja hier Dan Kieran gesagt hat, sehr, sehr gut getan. Also ich habe kein so leichtes Jahr hinter mir und habe einfach gesagt, ich brauche dieses Weg. Ich brauche nochmal Sonne, ich brauche Strand, ich brauche Meer. Ich brauche Schnorcheln, ich brauche einen Tapetenwechsel und es tat unglaublich gut. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe sehr gut zu mir gefunden. Ich konnte Gedanken einfach irgendwie formen. Ich konnte auch einfach viele Dinge loslassen. Ist natürlich auch manchmal so, dass da auch einfach Tränen fließen, aber das gehört auch einfach irgendwie dazu. Es fiel mir sehr schwer, nach Hause zu fliegen. Es fällt mir immer schwerer. Aber ich glaube auch, dass es irgendwann kein Nachhause mehr gibt, so in vielleicht 20 Jahren, dass ich dann einfach vor Ort mal irgendwann für länger bleibe, weil das definitiv schon ein Land ist, was mich sehr gefangen hat. Auch wenn man über das Kulturelle, Traditionelle, dem muss man sich schon sehr bewusst sein, auch wenn ich finde, dass es sehr offene Menschen sind.
ich habe da mich noch nie unwohl gefühlt, ich habe mich noch nie bedroht gefühlt, ich hatte in Ägypten noch nie ein ungutes Gefühl, egal ob man auf dem Bazar unterwegs ist, in der Stadt unterwegs ist, ob man auf Bootsausflügen unterwegs war, ich habe mich da immer wohl gefühlt. Um dort zu leben, muss man natürlich auch sagen, muss man wahrscheinlich den einen oder anderen Kompromiss eingehen oder sich auch vielen vielleicht klarer sein, aber man weiß natürlich nicht, wie das mal in 15, 20 Jahren irgendwie ist. Und so weit denken möchte ich tatsächlich auch noch gar nicht. Ich liebe das Rote Meer. Ich mochte die 33 Grad, die wir vor Ort hatten, mit einem leichten Wind. Es war einfach schön. Also ich muss es echt sagen, Ägypten ist wirklich ein wunderbares Urlaubsland. Man kann wunderbar schnorcheln. Ich habe diesmal einen riesengroßen Weißstachelrochen gesehen, der wirklich riesig gefühlt war und der einfach so ganz entspannt unten am Meeresboden lag und man echt so drüber schnorchelt und denkt, irre, wie groß du bist. Wir haben auch in der Ferne bei unserem Bootsausflug Delfine gesehen. Ich bin niemand, der das irgendwie erzwingen würde, der in irgend so ein Aquarium geht. Also ich halte davon überhaupt nichts. Und umso schöner, sie einfach irgendwo so ein bisschen entfernter zu sehen und zu wissen, ihr habt es hoffentlich gut. Und das ist schon was mir große Freude bereitet, auch einfach mit den Fischen zu schnorcheln. Auch wenn ich schon die Veränderungen in den Riffen und so sehe, wir waren das erste Mal 2000, also vor 21 Jahren, oh mein Gott, in Ägypten. Und es ist definitiv schon sehr viel Mensch sichtbar, das muss man ganz klar sagen. Also auch die Riffe und Ähnlichem und auch die Fische, man sieht da schon den Unterschied. Was, glaube ich, auch einfach natürlich wieder menschgemacht ist, sowohl von den Touristen, denen vieles einfach egal ist, zum anderen aber auch, dass man eben keine ordentliche Einweisung mehr ins Schnorcheln bekommt. Also ich weiß, gut, jetzt komme ich auch aus dem Tauchen und war vor Ägypten auch schon 2-3 Mal unter Wasser und bin auch schon getaucht. Komme natürlich mit einem ganz anderen Wissen sozusagen vielleicht, aber ich kann mich erinnern, dass in den ersten 2-3 Schnorchelurlauben dann auch in Ägypten immer eine Anweisung gegeben wurde, wie verhält man sich im Wasser, und damit meine ich nicht, bitte fass keinen Fisch an und keine Korallen, sondern bleibe in der Waagerechten, wie hast du die Flossen zu bedienen, lege die Arme an, schwimme nicht wie ein Verrückter mit den Armen um dich rum und das gibt es nicht mehr. Also es gibt keine guten Einweisungen mehr in das Schnorcheln. Und das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch und denke mir, wenn man es den Menschen nicht immer wieder erzählt und auch vor Ort, wenn man eben an dem Schnorchelausflug ist, vielleicht irgendwie nochmal darauf hinweist, dann interessiert es auch keinen. Zudem merkt man schon, dass auch sehr viel intolerante Menschen einfach unterwegs sind. Was das manchmal nicht leichter macht. Und auch wenn ich dann im Hotel sehe, dass da den ganzen Tag ein Kamel und ein Pferd steht, um den Strand auf und ab zu laufen, da blutet mein tierliebes Herz wirklich sehr. Also das muss ich echt sagen. Da frage ich mich, muss das im 21. Jahrhundert wirklich noch sein? Wie authentisch ist ein Kamel am Strand? Vielleicht zur Verteidigung, ich fand schon, dass Pferd und auch Kamel ganz gut genährt ausgesehen haben, keine Frage, also das habe ich auch schon schlimmer erlebt, aber ich möchte halt nicht das Pferd sein, was den ganzen Tag von 9 bis 16 Uhr am Strand steht, irgendwie allein neben dem Kamel und immer mal auf und abläuft und ich weiß auch nicht, ich habe dem Pferd immer mal zugeraufen, flüchte ins Wasser, es wird nicht mehr besser, aber... Ja, ich versuche natürlich im Urlaub auch diese kritischen Stimmen in mir ein bisschen herunterzufahren und man kann da eigentlich nur bei neuen nächsten Urlauben einfach nochmal so eine Spur mehr drauf achten und auch immer irgendwie diesen Impuls geben und aber es klang jetzt glaube ich gar nicht so positiv, aber es war ein sehr schöner Urlaub, es war sonnig, es war heiß. Ich liebe das Rote Meer, das habe ich gleich schon 3-mal gesagt. Ich habe das sehr, sehr genossen und wir hatten hier wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich denke mal, vielleicht nächstes Jahr im Sommer, wer weiß, bevor es dann in 1,5 Jahren noch einen anderen Plan gibt. Aber Träume behält man manchmal am besten einfach für sich. So, das zum Thema Urlaub. Kommen wir jetzt zum Restgeplauder. Ich habe vor meinem Urlaub noch die 6. Staffel Vampire Diaries beendet. Deswegen wurde in der Woche auch nicht viel irgendwie neben dem Hörbuch gelesen. Ich fand es wieder eine sehr gute Staffel, eine tolle Staffel. Auch wenn der Anfang ja so ein bisschen schwieriger war, hat
mir die sechste Staffel doch sehr, sehr gut gefallen, weil sie einfach von den Charakteren lebt und deren Entwicklung und Veränderung, was da auch passiert. Und sich fand ich auch in der sechsten Staffel doch mal wieder ein bisschen intensiver um die Tiefgründigkeit der Charaktere kümmert. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war schon auch an mancher Stelle viel Tragik und besonders das Ende fand ich wirklich hart. Also ich habe da wirklich viel geweint und ich weine sowieso sehr viel in dieser Serie. Hat mich auch sehr gerührt und ist natürlich ein total gemeines Ende mit einem Wahnsinns-Cliffhanger. Es sind jetzt noch zwei Staffeln. Mal sehen, wie ich jetzt im Oktober so dazu komme. Aber das möchte ich auf jeden Fall weiterschauen und ich überlege auch, ob man irgendwo The Originals sich vielleicht dann anschauen kann. Ja, das Lustige war, Netflix Ägypten, da hätte es The Originals tatsächlich gegeben, auch sogar in deutscher Sprache, aber durch den WLAN-Zugriff durch ein ägyptisches Netz hätte ich The Originals schauen können, aber das ist mir tatsächlich, glaube ich, auch erst einen Tag vor Abflug irgendwie aufgefallen, weil wir noch überlegt haben, ob wir uns irgendeinen Film runterladen für den Flieger, aber ja, ich hätte jetzt auch nicht The Originals im Urlaub angeschaut, muss ich auch ganz klar sagen, aber ja, eine tolle Staffel, die mir wirklich sehr gut gefallen hat und ich hätte... Und ich sage es immer wieder, nicht gedacht, dass mich diese Serie so catcht und begeistert und mitnimmt über sechs Staffeln hinweg und dass ich jetzt nur noch zwei Staffeln habe. Also es ist schon, ja, nur noch so ein Viertel an Handlungen davor und freue mich aber definitiv drauf. Auch freue ich mich sehr auf die neue Staffel The Masked Singer, die ja heute startet sozusagen also am 16., also wenn ihr heute die Bücherwoche am Samstag schaut, startet sie heute auf ProSieben. Die Wünsche der Zuschauer wurden endlich erhört. Die Sendung findet nun am Samstagabend statt und ich finde das wirklich einen mutigen Schritt von ProSieben, von Dienstag auf Samstag zu gehen, wirklich die Samstagsshow sozusagen daraus zu machen. Es wird auch ProSieben was gekostet haben, Matthias Obtenhövel aus der Sportschau im Grunde rauszukaufen, wenn man so möchte. Ich freue mich sehr. Ich finde es toll, dass es ein Samstag ist, weil ich einfach finde, wenn das jetzt bis 23:30 geht, dann kann man am nächsten Tag einfach mal eine Stunde länger schlafen, als wenn man arbeiten gehen muss oder in die Schule oder wie auch immer. Ich freue mich drauf. Mir hat das in den letzten Staffeln so, so viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich auf die neue Staffel. Ich habe schon die Bilder auf Instagram gesehen, was wir so ein bisschen für Kostüme haben und ich bin schon jetzt ein Fan vom Stinktier. Mal gucken, ja, wer da noch so ein bisschen dabei sein wird, wer sich dahinter verbergen wird, wie das so sein wird. Ich freue mich da sehr drauf, wie die Jury aufgebaut sein wird und so weiter. Ich bin da mega, mega gespannt. Auch die liebe Anka fiebert ja entgegen. Sie hat ja schon auf ihren Instagram angekündigt, dass sie da auch immer mal eine Stunde vorher live gehen möchte und so ein bisschen darüber quatschen möchte. Und da lade ich mich, denke ich, doch das ein oder andere Mal auch mit ein. Und ja, schaut da gerne auf unseren Instagram-Accounts vorbei, wenn ihr da vielleicht ein bisschen live mitquatschen wollt. Und ich freue mich da einfach sehr drauf. Also das wird echt was sehr, sehr Cooles. Und auch wenn jetzt die Samstagabende irgendwie mehr oder weniger verplant sind, ist das ja nicht weiter dramatisch. Man weiß dann eben, was man tut. Ansonsten kann man es ja auch in der Mediathek einfach nachschauen, aber da freue ich mich schon sehr. Ja, vom Hörbuch des Hörgenusses, dass das Grave ist, habe ich schon erzählt. Ich glaube, bis Sonntag könnt ihr auch noch das Leseklub-Buch für den November wählen. Wir haben hier diesmal Fantasy. Der Leseklub ist auch immer unten in der Infobox. Und dann vielleicht so zu einer Info, die ein bisschen die Bücherwoche betrifft, nachdem ich einfach merke, dass es mich zurzeit doch sehr zu Filmen, Serien, auch im Privaten zu manchmal anderen Dingen als dem Lesen führt, werde ich immer mal wieder die Bücherwoche, wie diesmal, vielleicht zwei Wochen zusammenfassen. Ich finde, die Bücherwoche ist ja im Grunde mal entstanden, weil ich gesagt habe, bei 12, 13 bis 15 Büchern im Monat ist ein Büchermonat irgendwie immer so unendlich lang. Ich schaffe 2, 3 bis 4 Bücher in der Woche. Da passt eine Bücherwoche ganz gut und merke aber, wenn ich vielleicht wie jetzt aktuell 2 Bücher, die recht dick sind, aufteile und mit anderen lese, da hätte ich zum Beispiel in der nächsten Bücherwoche wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich könnte nur sagen, in dem Buch bin ich jetzt irgendwie bei einem Drittel, in dem anderen Buch bei der Hälfte, dann wäre das Video vorbei. Ich werde samstags immer mal wieder ein anderes Video online stellen. 7 Uhr bleibt da auf jeden Fall die Upload-Zeit. Ähnlich wie mit den Neuzugängen letzte Woche wird es nächste Woche definitiv auch eine Alternative geben. Ich habe jetzt, ich glaube, noch 2 Videos, ich überlege gerade, ja, ich glaube, oder ein Video vorgedreht. Ich muss kurz nachdenken, ja. Ein Video vorgedreht, das kommt jetzt auf jeden Fall nächste Woche und ich habe auch für den Samstag schon was im Überlegung. Vielleicht gibt es da die Rache des Sub. Mal sehen, wie ich zum Drehen komme.
Und ja, nicht, dass ihr euch wundert, ich werde natürlich trotzdem über die Bücher, die ich gelesen habe, berichten, aber vielleicht gibt es dann nicht jede Woche eine Bücherwoche, sondern vielleicht auch mal immer nur alle 2 Wochen. Wenn es mal eine lesereiche Bücherwoche gibt oder mit einem absoluten Highlight-Buch, dann werde ich vielleicht auch einfach mal eine kurze Bücherwoche machen und dann über die 2 Bücher schwärmen. Je nachdem, ich möchte mir das einfach ein bisschen offen halten. Nicht so, dass es irgendwie Druck ist, dass man jetzt unbedingt lesen muss, aber ich habe zum Beispiel auch jetzt den Plan, mir mal Disney Plus zu holen. Ich möchte einfach mal Disney-Filme genießen. Ich möchte Harry Potter komplett anschauen. Ich möchte da auch in die Serien-Filmwelt. Es kommen jetzt einige geile Filme auch endlich wieder in die Kinos. Und da wird natürlich einfach Zeit zum Lesen draufgehen. Auch bei 2, 3 anderen Dingen, die sich im Privaten irgendwie ergeben, wo man einfach sagt, man legt dann seinen Fokus vielleicht auch einfach mal vom Lesen auf was anderes. Und dann kommt ja im Dezember auch noch der Adventskalender. Das ist natürlich alles, was auch ein bisschen Vorarbeit bedarf. Und wundert euch da einfach nicht, wenn es samstags nicht immer eine Bücherwoche gibt, sondern vielleicht auch einfach ein anderes Video. Aber da könnt ihr mir gerne auch mal eure Gedanken dazu schreiben. Ich finde schon, dass so das Samstagsvideo um 7, ich glaube bei vielen, so was ganz Gewohntes ist. Ich mag das ja auch bei den Booktubern oder YouTubern, die ich schaue, wenn man so weiß, ach, samstags um 9, da kommt ein Video, da freue ich mich drauf. Oder sonntags um 9.30 Uhr, da hat man natürlich so ein paar in Gedanken. Nicht, dass ich mir das bei allen YouTubern irgendwie merke. Manche laden ja auch sehr random einfach hoch, wenn sie eben ein Video haben, was auch vollkommen okay ist. Aber ich versuche den Samstag 7 Uhr auf jeden Fall irgendwie ein Video immer zu haben. In der Regel die Bücherwoche. Aber es kann eben sein, dass dazwischen auch jetzt immer mal ein anderes Video kommt. Und dass es dann vielleicht nur noch mal ein Video unter der Woche gibt. Oder vielleicht auch gar keins mal unter der Woche. Je nachdem, wie man so ein bisschen zum Drehen und Ähnlichem kommt. Und lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Und ich gucke mich gerade um. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich gucke mal kurz auf den Spicker. Das ist geil. So einfach, wenn man 2 Wochen zusammenfasst und von der auch noch eine Woche weg war. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Aber es ist schon, wenn man von 30 Grad nach Hause kommt und man hat am nächsten Tag 2 Grad morgens, ist schon ein großer Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nein, ich möchte gar nicht mehr über das Wetter jammern. Ich glaube, da tut jetzt mein Jammerfasten, was ich jetzt mal mache, ganz gut, dass man eben noch sieht, dass es blauer Himmel war und Sonnenschein und das Positive sieht, aber es war definitiv eine Umstellung, wo man sich akklimatisieren muss und ich durchaus auch schon die Winterjacke ausgepackt habe. Ja, ganz schön strange, das Anfang Oktober. Oder ja, ist nicht ganz Anfang Oktober, aber so, eigentlich ist ja erst Herbst. Ne? Das ist schon ein bisschen kalt für Herbst, aber gut. Das war's von mir. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht bisher im Oktober schon gelesen oder gehört habt oder ob ihr gerade eine Serie schaut, einen Film schaut, ob ihr schon in LOL reingeschaut habt vom Bully auf Amazon. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ein bisschen in den Kommentaren in den Austausch gehen. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal in Ägypten, dann lasst uns da auch gerne ein bisschen drüber quatschen und so gemeinsam in Urlaubserinnerungen schwelgen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.